Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Kramomoto-Überholung oder Kramomoto-Teilüberholung, Kramomoto-Erneuerung. Ich habe jetzt immer einen ganz kurzen Clip reingemacht vom Anfang, das Saubermachen ist unten der Dichtflächen, allerdings ist das Dichtmaterial extrem hartnäckig und der Rest passiert dann auf Kamera, wenn man da eh nicht wirklich was sieht. Als nächstes gehen wir jetzt hier oben dran und machen uns den Block quasi sauber, das Gegenstück zum Kopf. Auch hierbei natürlich kein Material abnehmen, sondern einfach nur sauber machen. Ja, und ich werde auch gleich nochmal eine Runde quasseln, deswegen machen wir jetzt hier gleich zu Beginn mal ein bisschen Musik rein. Ich versuche mal ein ganz kurzes Update zu geben. Ich habe jetzt hier oben die Ebene sauber gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, trotz der Flex. Ja, ich habe die Ebene hier oben sauber gemacht, habe es mit einem Feinschleifer-Bart verschliffen, also kein Material weggenommen, nur den Rost und den Dreck. Ich habe hier die Bohrung hier sauber gemacht und hier den Ruß weggemacht. Auch da natürlich immer nur geguckt, dass ich nur den Ruß wegmache und nicht das Material. Ich habe auch hier drin mit dem Feinschleifer-Papier ein bisschen Ruß weggemacht, wo war. Und ja, das ist jetzt natürlich noch nicht ganz sauber, da muss ich noch durchwaschen. Aber soweit sind wir jetzt hier von oben schon mal durch. Ich hoffe mal, dass das so ausreicht, dass es so dicht macht. Das ist tatsächlich meine größte Sorge, dass die Kopfdichtung dicht macht. Ich hatte da nämlich mal eine negative Erfahrung bei einem Auto. Ja, ansonsten, unten an der Kurbelwelle war ich dran, da kommen wir aber später nochmal dazu. Jetzt weiß ich erstmal nicht, wie ich so recht weitermache. Von der Reihenfolge. Wir müssen natürlich hier unten die Dichtflächen noch sauber machen. Da war ich ja dran, hier die Dichtflächen sauber zu machen. Können wir nochmal drunter liegen. So. Da war ich an den Dichtflächen hier dran. Problem ist, ich kann euch das nicht wirklich zeigen, weil sobald die Kamera ein bisschen weggeht, wird alles dunkel. Und solche Aufnahmen sind nicht möglich, weil ich kann nicht hier nicht montieren. Das heißt, die Dichtflächen mache ich noch sauber. Dann muss ich natürlich hier alles generell peinlich sauber machen. Und ja, zur Kurbelwelle kommen wir dann später, wenn ich sie sauber gemacht habe. Oh. Ja, es ist Nacht, es ist schon so früh. Ich habe mir jetzt mal hier ein paar Lichter aufgebaut und werde es trotzdem mal noch ein bisschen weitermachen. Was ich jetzt machen werde ist, ich habe hier die Tiefe gemessen und ich werde jetzt hier gleich die Flansche messen. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass die hier da drin, ob die passen. Weil das Problem ist, dass wir hier einen gewissen Überstand haben, der nicht überschritten werden darf. Und auch eigentlich nicht unterschritten. Das heißt, wir machen das jetzt auch nur noch mal gut sauber. Und messen das schnell und packen das rein und schauen, ob es gut oder schlecht aussieht. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ich da gerade mache. Wir haben ja die neuen Buchsen eingesetzt und die Buchsen haben einen gewissen Überstand. Die haben eine gewisse Vorgabe, wie weit die Buchse über dem Block hervorstehen darf oder soll. Und natürlich sind das hier schöne Neuteile und so weiter, aber gewisse Unpräzisitäten gibt es generell. Ich glaube, das ist bei allen Motoren so, dass man in der Regel die Buchsen ein bisschen anpassen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, das ist ja auch der erste Motor, den ich so mache, aber bei dem Kramer ist es jedenfalls so, dass wir einen gewissen Buchsenüberstand haben und am Ende die Buchsen angepasst werden müssen. Theoretisch würde man die Buchse jetzt auf eine Drehbank spannen und würde ein bisschen abdrehen, bis der Überstand passt. Nur ist es natürlich so, ich habe keine Drehbank, ich weiß auch niemand mit einer Drehbank, also muss ich mir eine Alternative einfallen lassen. Und die Alternative, die ich mir einfallen lassen habe, ist, dass wir anstatt an der Buchse das Material wegnehmen, das Material am Block wegnehmen.
Und zwar mit Hilfe der alten Buchse. Die alte Buchse habe ich dann so sauber gemacht, dass sie schön in der Bohrung dreht. Und dann die Kontaktflächen unten mit Ventilschleifpaste eingestrichen. Natürlich nur unten und nicht an der Seite, sodass die Bohrung nicht größer wird. Und ja, auf die Art und Weise da minimal Material abgenommen. Na, hier geht es ja nicht um viel. Hier geht es, was ich hier wegnehmen musste, war um die 0,12 mm, was letzten Endes zu viel war. 0,12 bis, ich glaube, in einer Buchse war es auch 0,2, die ich wegnehmen musste. Also, ne, wir bewegen uns hier in relativ geringen Maßen. Und ja, das hat eigentlich ganz erstaunlich gut funktioniert. So, gucken wir nämlich dann nochmal. Hier mit 0,35 an. 0,35 fügen wir definitiv, geht es runter. 0,32. Ja. Geht auch noch ein bisschen nach unten. 0,30. Ja, das fühlt sich ziemlich gerade an. 0,28. Da geht definitiv rauf. Also 0,30 ist unser Ausgangsmaß. Eine ganz kleine Kante könnte man meinen, spürt man. Das heißt, irgendwo zwischen 0,30 und 0,32 sind wir. Na, vielleicht eher 0,32. Gut, 0,32 Ausgangsmaß. So. Nur da wieder rauskriege. Schön die alte Buchse. Das Licht irgendwie näher herbringen, weil irgendwie ist es jetzt sehr dunkel hier für die Kamera. Ja, ich finde, das sieht nicht so wirklich was, aber. Ja, die hat immer so ein bisschen Probleme, Details aufzunehmen. Das ist das Problem. Oh, ja. Ich glaube, das sind wir schon im richtigen Bereich. Jetzt sind wir mit 0,32 anfangen, um Anfang an. Jetzt kann man definitiv hier fühlen, dass es hier tiefer geht. Dann. Du hast ja auch überlegt, dass du überhaupt was. Ja. Mit 0,22 weiter direkt. Definitiv geht es auch tiefer. 0,20. Ja, auch noch tiefer. 0,18, auch noch tiefer, 0,15, ah, da fehlt mir ganz kleine Kante, ja, also so etwa 0,15, damit sind wir dann mit den anderen relativ übereinstimmend, könnte man also theoretisch wahrscheinlich so lassen. Jetzt im nächsten Schritt machen wir uns endlich mal an die Kolben, ne, beziehungsweise wir montieren jetzt erstmal die alten Kolben von den Pleueln ab. Abgesehen davon, dass ich natürlich keine passende Zange hatte, um die Sprengringe gescheit rauszumachen und dass jedes Mal so ein bisschen tricky war, ging das eigentlich ganz gut. Ja, natürlich aufpassen, wenn man die Stifte, die Pins raushaut, dass man dabei immer mittig auf den Pin haut, dass man nicht das Lager an der Seite berührt und da irgendwie eine Macke oder sowas reinmacht. Das wäre nämlich sonst relativ schlecht. Ja, ne, da seht ihr, den habe ich irgendwie nicht so richtig rausbekommen, aber naja, so ist es halt. Genau, so, als nächstes machen wir die erstmal ein bisschen sauber, ne? Die sind ja eigentlich relativ sauber, bis halt dieses angebackte alte Öl und ja, mit ein bisschen Diesel einfach mal vernünftig abwaschen und dann sind die gleich wesentlich angenehmer zu handeln und man sieht auch irgendwie, ob vielleicht noch irgendwelche Schäden oder sowas sind, ob man irgendwelche Markierungen übersehen hat und generell schadet es ja nicht, sowas sauber zu machen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Ach ja, genau, ich habe Handschuhe angezogen. Wenn man so mit Diesel arbeitet, macht das auf jeden Fall eine ganze Menge Sinn. Ich weiß auch nicht.
Ach, man ist dann doch am Ende irgendwie zu faul, denkt, ach komm, geschwind und nach und aber ja, nee, Leute, zieht Handschuhe an. Das ist, ist auf jeden Fall wesentlich besser, mit so Zeug wie Dieselarbeit oder noch aggressiveren Sachen. Mal ganz davon abgesehen, dass man den Dreck danach für 2 Wochen nicht mehr von den Händen wegkriegt. So, jetzt noch die ganzen Kappen hier reinigen. Ich habe geschaut, dass die Kappen und die Schrauben, die dazugehören, immer zusammenbleiben. Auch wenn ich nicht glaube, dass das irgendwie wichtig ist. Aber ja, ich habe die Schrauben bei den jeweiligen Kappen gelassen. Welche Kappen zu welchen Oberteilen gehören, die sind ja markiert und die waren ja falsch drin. Von daher, das machen wir so, wie es war. Und ja, jetzt kommt der schöne Teil oder der, ja doch, das ist der schöne Teil. Jetzt kommen nämlich die neuen Teile. Wir machen endlich, wir gehen an die neuen Kolben. Wir machen jetzt hier neue Kolbenringe drauf auf den neuen Kolben. Kann man natürlich mit so einer schönen, teuren Kolbenring jetzt lang machen oder man macht so, wie ich das mache. Funktioniert auch. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, ne, dass man die Kolbenringe nicht allzu sehr verbiegt. Ansonsten brechen die, na, vor allem horizontal nicht allzu sehr verbiegt. Und ja, wenn ich jetzt hier mit dem Schraubenzieher ein bisschen nachhelfe, dann ne, natürlich gucken, dass ich keine Kratzer nirgendwo reinmache, dass man den Schraubenzieher nirgendwo abstützt, wo er einen Kratzer reinmachen kann oder so. Ich meine, ist eigentlich selbstverständlich. Aber ich sage das nur nochmal dazu, und nicht jeder, der motortechnisch irgendwas macht, hat auch ein gewisses Feingefühl in sowas. Und von daher, ja, wenn ihr das nicht unbedingt habt, dann kauft euch eine Kolbenringzange, ist auf jeden Fall wesentlich besser, bevor ihr Ringe kaputt macht und irgendwie große Kratzer in Kolben reinmacht oder so. Aber wie gesagt, ich habe das bisher schon immer so gemacht und habe das auch wieder so gemacht und ging eigentlich alles hervorragend. Das Einzige, was natürlich passiert ist, dadurch, dass ich die scharfkantigen Kolbenringe auseinandergedrückt habe zum Draufmachen, ja, ich mir ziemlich viele Schnitte an den Daumenenden geholt habe und den Fingerspitzen. Also von daher, ja, nächstes Mal vielleicht eine Kolbenringzange. Die Kolbenringe hatten doch ganz schön Dampf drauf. Vor allem der eine Ölabstreifring, der hat richtig Dampf drauf gehabt. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen wieder ein bisschen Zeitraffer Musik bei der ganzen Geschichte. Und bis gleich. Jetzt kommt ein Teil, den wahrscheinlich viele Leute einfach gar nicht machen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich mache das aber, weil mir das wichtig ist. Und zwar wiegen wir das Ganze jetzt nochmal. Ich habe ja versucht, ne, am Anfang die Kolben gewogen und ja, möchte jetzt am Ende versuchen, dass wir natürlich möglichst gleich rauskommen, ne, dass alle Kolben-Pleue-Kombinationen möglichst das gleiche Gewicht haben. Und das heißt, wir wiegen jetzt nochmal alle Kolben. So, und jetzt kommt dann auch schon der schöne Zusammenbauteil. Und zwar kommen jetzt die Pleuel, die alten Pleuel an die neuen Kolben. Ich weiß, ich habe keine neuen Lager an einem oberen Ende der Pleuel reingemacht. Das ist aus einem ganz einfachen Grund, weil man die nicht einfach nur austauschen kann, sondern weil man dann hergehen muss und die Lager so lange aufbohren, beziehungsweise mit einem eine Reibahle vergrößern, bis das Ganze passt. Und da habe ich nicht wirklich passendes Werkzeug dafür. Und ja, deswegen, das bleibt so, wie es ist. Es hat aber auch, ne, ich habe das natürlich geguckt, hat nichts irgendwie richtig Spiel gehabt oder so. Das sieht alles gut aus. Hier in diesem einen Lager, da war irgendwie eine komische Kante, da ging der Bolzen nicht durch, da war außen am Lager war eine komische Kante, ich weiß nicht, ob ich die reingemacht habe, als ich den alten Bolzen rausgehauen habe, oder ob das irgendwie schon vorher drin war, aber ja, habe ich mit ein bisschen Schleifpapier die Kante weggemacht und dann ging das ohne Probleme rein. Natürlich hat mir immer Spaß, die Sprengringe reinzumachen, aber ja, ich brauche mal eine richtige, vernünftige Sprengringzange, eine richtig gute Sprengringzange, falls irgendwer was empfehlen kann. Ach ja, jedenfalls, jetzt haben wir hier diese kompletten Kombinationen dann gleich soweit zusammen und dann gehen wir natürlich her und packen das alles nochmal auf eine Waage und schauen mal, wie gut wir die Kombination gemacht haben, vom Gewicht her, dass wir am Ende relativ dicht beieinander sind. Und ihr seht das, 2523 Gramm, 2523 Gramm, 2524 Gramm und 2522 Gramm. Damit bin ich
sehr zufrieden. Damit bin ich auf jeden Fall extrem zufrieden. Nur das ist definitiv, ja, ich denke mal, da können wir absolut mit leben, auch wenn wir noch ein bisschen Messungenauigkeit mit drin haben, das ist quasi gleich. Also von daher, Drehzahl macht der Motor mit, hoffe ich mal. Ja, jetzt kommen hier überall die neuen Lager rein. Da ist natürlich ganz besonders wichtig, dass man die Flächen extrem sauber macht, dass da nichts drauf ist auf diesen Lagerflächen. Und ja, dann machen wir die neuen Lager rein. Hierbei war ich mir nicht sicher, ob diese Lager mit ein bisschen Öl eingebaut werden oder nicht. Ne? Also hinter den Lagern, ob da man wirklich mit Bremsenreiniger alles komplett fettfrei macht oder ob da ein bisschen Öl drauf kann. Ich habe so und so im Internet gelesen. Ich weiß es nicht. Falls ihr da irgendwie Hinweise dazu habt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. So, nächster Schritt, Kolben einbauen. Ja, das ist natürlich auch noch eine Sache, wo man sich ein schönes Werkzeug kaufen kann, dass man die Kolbenringe zusammendrücken kann. Habe ich natürlich nicht gemacht. Hätte ich machen sollen. Hätte ein bisschen vereinfacht. Aber ja, ihr habt jetzt ja, wie ich das mache. Beziehungsweise, Moment mal, wo bin ich jetzt überhaupt? Bin ich einfach so weggelaufen? Na, da bin ich. Na, da ist das Werkzeug einfach nur so ein Blech, was in den passenden Durchmesser hergebogen wurde, wo man dann die Kolbenringe mit zusammendrücken kann. Und hat auch funktioniert. Man muss aber zu zweit sein, weil ne, dieses Blech zusammendrücken und gleichzeitig den Kolben reinhauen, das ging nicht mit einer Hand. So. Ja, genau. Und dann muss ich natürlich gucken, dass das unten alles aufeinander passt. Na, dass die, dass man da nicht die Kurbelwelle trifft, wenn man oben den Kolben reinhaut, dass unten das Pleuel nicht eine schöne Macke in die Kurbelwelle reinhaut oder so. Ja, und wie gesagt, man muss halt hier auch darauf achten, aber bei jedem einzelnen Kolbenring haben wir genau darauf geachtet, ne, dass jeweils der entsprechende Kolbenring zusammengedrückt ist, dass da ja kein Kolbenring bricht. Das ist jetzt die Stelle, an der man einiges kaputt machen kann, wenn man jetzt hier mit Gewalt dran geht. Dann geht das ruckzuck, dass man einen Kolbenring ne, abbricht und dann ist halt die ganze Arbeit umsonst. Dann kann man wieder raus, kann neue Kolbenringe kaufen. Ist auch kein Weltuntergang, wenn das passiert, aber ist natürlich frustrierend, vor allem, wenn die Kolbenringe auch nicht ganz günstig sind oder man vielleicht einen ganzen Satz kaufen muss oder so. Es tut mir leid, dass ihr es nicht so richtig sehen könnt. Ich hatte nur ein Licht und ich habe das dann jeweils zwischen unten und oben hin und her gewechselt, dieses eine Licht. Weil ich brauchte natürlich unten auch, ich musste was sehen. Ne? Wir haben zwar hier seitlich eine große Videolampe, wie ihr sehen könnt, aber die macht halt auch nicht so wahnsinnig hell dann. Und ja, wir haben mit den zwei äußeren angefangen, weil das von der Kurbelwellenstellung halt passt, weil jetzt die Kurbelwelle an diesen Stellen nach unten ist quasi. Und ja, deswegen haben wir mit den zwei äußeren angefangen und dann mit den zwei mittleren weitergemacht. Und dann, was man natürlich bei diesem Flap jetzt ganz besonders aufpassen muss, die Buchsen, die sind ja lose drin quasi, die, wenn ich jetzt die Kurbelwelle drehe, dann schiebt die Buchsen mit raus. Und dann muss man aufpassen, dass man die Buchsen wieder reindrückt. In der Anleitung für den Motor steht drin, dass man die Buchsen festschrauben soll, damit mit so einem Spezialhaltewerkzeug, dass die nicht rausdrücken kann. Weil das Problem ist, wenn die Buchsen zu weit rausdrücken und man den Motor weiter dreht, dass dann die Kolbenringe unten an den Buchsen vorbeispringen. Und dann muss man sich die ganze Arbeit auch nochmal machen, dann muss man den Kolben auch nochmal rausbauen. Von daher, wenn man den Motor dreht, so offen, muss man immer gucken, dass man die Buchsen oben nachdrückt, sobald man den Motor ein kleines Stückchen gedreht hat. So, jetzt kriegt ihr mal die Ansicht von unten. Auch hierbei dieses neue Blech nicht vergessen, wo diese Käppchen dran hat, die man umbiegt, dass das Ganze nicht auseinander geht. Auch ist es so, dass die Schrauben in den Pleuelen theoretisch eventuell den Schrauben sind, die man austauschen sollte. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich denke mal, ne, das passt schon. Das passt schon. Ich habe ja auch die Kopfschrauben nicht ausgetauscht. Meistens geht das gut. Na, meistens geht das gut, dass man die Schrauben ein paar Mal verwendet. Von daher, ja, alles halb so wild. So, da kommt der nächste. Wie gesagt, man muss sehr vorsichtig sein, gucken, dass das unten... ich habe es jetzt so gemacht, dass einer von oben geklopft hat und ich habe unten aufgepasst, dass das halt genau auf das Lager von der Kurbelwelle auf den Zapfen drauf geht und nicht irgendwie quer kommt und eine Macke reinmacht. Wenn man alleine ist, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das so zu machen, dass da wirklich nichts passiert, weil das halt, man hat schnell eine Macke in der Kurbelwelle drin, das hat sie echt schnell und das wäre ganz schlecht. So, das Ganze natürlich auf Drehmoment anziehen. Das ist der Schritt, den man definitiv nicht vergessen sollte. Wenn man da jetzt mal vergisst, eine Schraube anzuziehen und das Ganze zusammenbaut, oh Leute, ja, dann ist sehr schnell sehr viel Feierabend. Das ist gar nicht gut. Also, normalerweise würde man jetzt ja auch hergehen und würde das alles nochmal markieren, was man mit dem Drehmomentschlüssel angezogen hat. Vor allem bei einem größeren Motor, wo es viele Schrauben gibt. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle vernünftig angezogen habe. So, und jetzt kommt der schöne Teil, der letzte Teil. Es wird endlich zusammengebaut. Wir machen jetzt hier oben alles sauber und dann kommt die Kopfdichtung drauf. Eine neue Kopfdichtung, jawohl, das passt auch alles ganz hervorragend. Ach, ist das schön. Na, wir haben es schon ziemlich spät, ihr seht, dass es ist dunkel, wobei so spät ist auch nicht, es wird ja so früh schon dunkel. Ja, wir waren jetzt irgendwie an dem Zeitpunkt, ich glaube, es war zu diesem Zeitpunkt jetzt schon irgendwie 7:30 oder sowas abends
Und wir wollten es einfach von uns fertig kriegen. Jo, wir machen den Kopf von uns drauf. Das Ziel ist quasi in Sicht, ne? Der Endspurt des Ganzen. Und ja, jetzt mache ich die Kopfschrauben rein. Ich habe die Kopfschrauben alle ein bisschen eingeölt. Ich habe hab die viel zu viel eingeölt. Das war nicht gut. Aber ich glaube, ein bisschen Öl auf den Gewinden drauf ist gut, weil man sonst nicht an das richtige Drehmoment kommt. Normalerweise werden diese Schrauben mit Öl geölt. Es gibt immer einen Unterschied. Ne? Manchmal werden Schrauben geölt, auf Drehmoment gezogen, manchmal nicht. Aber ich glaube, bei Kopfschrauben in der Regel geht man von geölt aus, zumindest bei so älteren Schleppern. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Habe ich aber so gemacht. So, dann ziehen wir das Ganze jetzt in der richtigen Sequenz an. Die Sequenz ist ein bisschen eigenartig bei diesem Schlepper, aber wir halten uns dran, natürlich. Das Ende kann ich schon sehen. Ne? Das Ende ist in Sicht. Jetzt kommt der Kopf von uns drauf. Natürlich gleichzeitig auch die Panik. Macht die Kopfdichtung wirklich dicht? Wie gesagt, dort hatte ich ja dann doch schon eine negative Erfahrung in der Vergangenheit. Und machen wir das Ganze natürlich schön schrittweise. Die Anleitung sagt nicht, in wie viel oder welchen Schritten man das anziehen soll. Ich habe, glaube ich, angefangen mit 70 Newtonmeter und habe mich von da hochgearbeitet. Also Woche alle gleichmäßig handfest angezogen und dann mit 70 Newtonmeter und dann mich hochgearbeitet in 15 oder 20 Newtonmeter Schritten. Und wir sind jetzt hier irgendwie angekommen bei, ich weiß es nicht, 120 oder sowas. Und plötzlich hat was nachgegeben. Schöner Mist. Das war jetzt nicht so das, was ich geplant hatte. Das war überhaupt nicht das, was ich geplant hatte. Aber was will man machen? Geht nie nach Plan. So, für einen kleinen Szenenwechsel. Ja. Wir haben ja eine Schraube, die fehlt. Ich habe hier schön den Zylinderkopf angezogen und ja, irgendwie hat dann plötzlich was nachgegeben. Ich habe so einen Riesenschuss gekappt und habe gedacht, oh wei, jetzt ist das Gewinde im Kopf rausgebrochen. Aber nein, kann es euch zeigen, ist der alte Stehbolzen und der war ja schon lose. Ne? Beim Auseinanderschrauben ging der schon mit raus, anstatt die Mutter vom Ding runter. Und wir haben das Ganze gereinigt und dann habe ich eigentlich jetzt nichts festgestellt, was nicht stimmen würde. Und habe das Ganze wieder zusammengeschraubt. Aber wenn ich das jetzt hier mal abbekomme, dann sehen wir, da ist definitiv das Gewinde hinüber. Hier sieht es eigentlich noch in Ordnung aus. Ich habe jetzt aber trotzdem mal neuen Stehbolzen bestellt, neue Schraube bestellt. Und ich habe gleich noch mehr neue Schrauben bestellt, falls hier irgendeine von den anderen auch noch ein Problem hat. So,